Mein Name ist Winfried Böttcher, ich bin Dienstgruppenleiter bei der Polizeiautobahnwache in Cham und Einsatzleiter an dieser Unfallstelle. Heute am späten Nachmittag kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem auf dem Seitenstreifen liegen gebliebenen Sattelzug und einem später dort passierenden Sattelzug. Dieser später hinzugekommene Sattelzug stieß gegen das rechte Heck des liegen gebliebenen Sattelzugs, geriet anschließend in den grünen Bereich und überschlug sich. Der Fahrzeugführer wurde schwerst eingeklemmt und eben erst geborgen. Ein Fahrzeug hatte Granulat geladen, das andere ein Fett, das nicht zum Verzehr geeignet ist, der Stufe 3. Die Richtungsfahrbahn Hannover war temporär gesperrt. Zurzeit fließt der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbei und es wird höchstwahrscheinlich noch bis in den frühen Morgenstunden dauern, bis die Fahrzeuge geborgen sind. Ja, der Tank ist mit Fett befüllt und wir hoffen, dass dieser bei der Bergung hält. Sollte es zu einem Bersten kommen, haben wir erhebliche Schwierigkeiten.
Okay, welche Müller sind das?